Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Gornel. Wir sind zurück bei Diddy Kong Racing Abenteuermodus 2 Hardcore. Spiegel, alles was ihr wollt. A special prize? Oh, that is so nice. Thank you so much. You are a great Dinosaurier. So, jetzt haben wir hier wieder die üblichen Hindernisse und so. Get ready. Go. Mal gucken, ob wir es trotzdem relativ gut hinbekommen hier den. Vielleicht sollte ich nicht in den Baum fahren. Es ist nur eine Idee, ja. Ich will es nur mal in den Raum werfen. Vielleicht sollte ich nicht in den Baum fahren. Beziehungsweise in die Palme. Es ist ja eine Palme, oder? Wenn ich mir das gerade mal so genau angucke, ich alter Botaniker. Ja, könnte eine Palme sein. Sieht ein bisschen aus wie hier. Wie heißt der nochmal? Der Bart Simpson mal töten will. Ich weiß, mir fällt der Name tatsächlich gar nicht ein. Das ist ärgerlich. Wow! Ich bin platt. Ist egal. Ich glaube, das hat uns nicht so viel Zeit gekostet. Und gewinnen oder verlieren werden wir das Ding eh am Ende. Also von daher. Ich habe ihn sogar getroffen. Wunderbar. Ja, wir sind ja mega gut dran. Das war vielleicht ein bisschen zu voreilig. Ist nicht so schlimm. Kappenbattle. Scherenbau. Ey, wie heißt nochmal der Typ, der Bart Simpson mal töten will? Bob Marley. Nein, aber so ähnlich. Ich weiß nicht mehr. Der hat so einen komischen Namen, glaube ich. Oh, ich habe ihn überholt. Wow. Das ist gerade ein mulmiges Gefühl, wenn der so hinter einem herläuft. Ich meine, der ist halt schnell. Oh, ich höre ihn doch näher kommen. Ich höre es doch. Ich höre doch, wie er näher kommt. Scheiße. Nein. Boah, fuck. Ja, sauber. Alter, das war fast der First Try. Ja, ich bin einmal im Baum gefahren, aber meine Güte. Toll. Hätte ich mich nicht so dumm angestellt im letzten Part bei diesem scheiß Flugzeugspielchen mit den Eiern, dann hätte ich den dann sogar im letzten Part noch schaffen können. Dann wäre das voll geil gewesen. Erste Welt, zwei Parts, zack. In your face. Naja, egal. Dann sind wir jetzt hier im dritten und gehen jetzt in die Schneewelt und fangen da an. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Dankeschön. Ach, gar nicht wahr. Ach, da blitzt es mir auf. Wir müssen ja noch das Trophy-Race fahren. Ja, dann ist eh egal. Dann mussten wir ja sowieso drei Parts machen. Es gibt 5 Welten, wenn ich in jeder Welt 4 Parts brauche, habe ich 20, ja. Boah, da mache ich aber auch echt schnell in meinem Let's Play, ne? Tatsächlich. Ja, schon. Kann man schon so sagen. Weil ich habe 18 Parts, glaube ich, gebraucht. Und ich meine, da muss man die 5 Welten reinrechnen, plus die beiden Schweinbosse. Das heißt, ich habe für jede Welt ungefähr... Ja, und weil ich für den einen Schweinboss ja knapp 2 Parts gebraucht habe, habe ich für jede Welt im Schnitt 3 Parts gebraucht. Ja, stimmt. Ja, klar. Klar, die werden zwar schwieriger, die Welten, schon. Kann man, denke ich mal, so sagen. Ja, das war natürlich jetzt top gefahren. Die werden schon schwieriger, die Welten, aber sie werden ja nicht großartig länger. Die Strecken sind trotzdem alle relativ kurz hier in dem Spiel. Also schon, kann man, denke ich mal, so sagen. Und ja, das war wunderbar. Ich fahre gerade sensationell. Was ich mich gerade frage, mal so ganz am Rande, wenn man Zeitfahren gegen TT macht, ne, weil man da hier die Zeituhr freispielen will, die Uhrzeit, ne, die Zeituhr. Ja, die Uhr halt. Ne? Ja, was? Natürlich eine Zeituhr. Was soll es sonst sein? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht so genau. Eine Essensuhr. Ja, oder die Uhr von Mrs. Weasley. Ja, Mrs. Weasley, das ist eine Uhr, die hat keine Zeit, ne? Das ist ganz klar. Kleine Harry Potter Referenz mal kurz hier am Rande. Für alle, die keine Harry Potter gesehen oder gelesen haben, ich habe Mitleid und Zorn euch gegenüber, denn zum einen verpasst ihr was, zum anderen, ihr könnt es noch blind lesen. Und ich würde mein Pimmelmann nicht, aber so ein halbes Ei. Um Harry Potter nochmal blind lesen zu können, so ein halbes Ei. Boah.
Wäre schon geil, tatsächlich. Egal. Auf jeden Fall, um die Uhr frei zu spielen, gibt es da dann auch Bananen. Weil Bananen sind ja schon auch ein bisschen, wir könnten mal hier auf den Tacho schalten und mal gucken, ob wir mit Bananen wirklich schneller werden. Oder ob das nur ein Mythos ist. Könnte natürlich auch nur ein Mythos sein. Ich werde mich jetzt einfach mal anstrengen, so viele Bananen wie möglich zu sammeln. Unsere Höchstgeschwindigkeit liegt bei ungefähr 60. Mal gucken, was das so ist, wenn wir ein paar Bananen haben. Dankeschön. Sehr gut. So, jetzt die geh einfach weg, sammeln die NPCs eigentlich auch Bananen ein? Also können sie mir die wegnehmen? Sagt. Auf jeden Fall lassen sie Bananen fallen. Also gehe ich mal davon aus, dass sie auch Bananen einsammeln. Ja, tun sie. Also lasst es mal. Ich will die Bananen haben. Banane. Aus welchem Spiel ist Tipsy eigentlich? Das wäre vielleicht auch mal eine Sache, wenn ich schon die ganze Zeit mit der fahre. Ich könnte mich natürlich auch informieren, ne? Das wäre natürlich so eine Sache. Es gibt ja auch genug Let's Player, die informieren sich vorher. Ich habe da ein ganz krasses Beispiel, ne? So ein bisschen der Egonson, ne? Der auch in meiner Kanalbox ist, glaube ich. Also den habe ich ja in der Box drin, weil ich den ganz gerne schaue hin und wieder. Und der Egonson, der macht ja so Strategiespiele, ne? Civilization. Ich habe auch mal überlegt, ob ich sowas Let's Playen soll, mal eine Runde Civilization oder so. Aber, naja, ich wahrscheinlich nicht so die Zuschauer für und keine Ahnung. Da müsste ich ja auch irgendwie alles erklären, weil hier vielleicht auch Leute sind, die sich nicht so wirklich mit dem Spiel auskennen und boah, dieses Spiel zu erklären, finde ich schon ein bisschen schwierig. Also wenn ich drifte, habe ich mega Tempo. Aber so rein von der Höchstgeschwindigkeit her, er ist schon ein bisschen höher, aber so wirklich viel nicht, boah. Komisch. Ist ja auch egal. Aber Tipsy hat den mega Turbo, ne? Das habe ich auch erfahren durch Kommentare, glaube ich. Tipsy hat, glaube ich, den besten Boost. Deswegen war sie auch gar nicht so schlecht bei Witzpick, weil da ja viel auf den Boost ankommt. Wobei ein schnellerer Charakter halt schneller ist, ne? Ja. Benjo. Im Prinzip, woher ist denn das Huhn? Aus Moorhuhn? Klar, der Kremling ist von DKC, denke ich mal. Die Schildkröte weiß ich nicht, Tipsy weiß ich nicht. Das Eichhörnchen ist Konka, das weiß ich jetzt auch, aber was ist der Tiger? Was ist das Huhn? Ja, also Benjo, Konka, Diddy und Kremling sagen mir was. Aber, ja, die anderen? Keine Ahnung, wo die herkommen. Keine Ahnung, wer die hier reingelassen hat. Was ein Witz. So, get ready. 18 Parts habe ich gebraucht für den Abenteuermodus 1. Krass, war. Mal gucken, wie lange ich für den brauche hier. Ob ich schneller bin oder nicht so schnell. Ich schätze ja mal nicht so schnell, weil tatsächlich ist es, glaube ich, mit den Silbermünzen doch ein bisschen schwieriger. Man kommt hier im Spiegelmodus auch ein wenig durcheinander. So, jetzt können wir hier aber auch mal den Tacho wieder ausstellen. Damit wir wieder sehen, wo unsere Gegner sich befinden. Ja, und die befinden sich ziemlich weit hinter uns. Wir müssen uns da nicht große Gedanken machen. Ja, ungefähr so fährt man das. Wäre natürlich sehr interessant, mal oben in den Flugzeugweg reinzukommen mit dem Auto. Das ist es möglich? Müsste eigentlich. Das ist ja egal, was du für ein Fahrzeug hast. Im Prinzip müsste der Weg da oben mehr frei sein. Außer wir haben den Boden so beschaffen, dass man nicht auf dem Boden fahren kann und deswegen runterrutscht. Aber das würde ich irgendwie bezweifeln, weil du kannst ja auch mit dem Flugzeug im Notfall da landen. Naja, egal. Wie auch immer. Haben wir jetzt nicht gemacht, müssen wir auch nicht machen. Wir können einfach ins Ziel fahren hier. Locker, flockig, eine Minute, ein bisschen langsamer sind wir. Kann man bestimmt auch in einer Minute fahren, hier die Strecke, wenn man es richtig macht. Ach ja. Das Trophy Race ist nicht so das Problem. Im Prinzip haben wir jetzt schon gewonnen, jetzt kommt wieder die Flugzeugstrecke. Mal gucken, ob ich da jetzt mithalten kann. Ja. Nee, wir haben noch nicht gewonnen. Ich glaube, gibt der... Nee. Wenn Diddy jetzt Erster wird, hat er 30 Punkte. Das heißt, wir brauchen noch mindestens 3 oder 4 Punkte. Aber das soll nicht der Anspruch sein. Unser Anspruch soll der Sieg sein. Und der Sieg ist immer Anspruch oder so ähnlich, ja. Go! Ach ja, das ist alles wunderbar, ne? Ey, ich weiß nicht warum... Guck mal, wie der Kremling schon wieder abgeht, ey. Ich weiß nicht, warum ich hier immer so schlecht bin. Guck mal, ich bin drin. Ich weiß nicht, wie
Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich hier nicht so gut mithalte. Ruderbacker, Ruderbacker. Also wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich? Ich werde mit Sicherheit einfach in eine falsche Linie fliegen. Vielleicht darf ich mich nicht so sehr an die Ballons heften, aber ich finde es halt schon... Irgendwie macht es schon Sinn, dass ich... Ja, doch, doch, doch. Hefte dich an die Ballons. Was ich voll schade finde, ist, dass ich die... Ich habe ja eine PS2 hier und ich kann die natürlich nicht spielen, ne? Wie kann man denn eine PS2 an eine TV-Karte anschließen? Mit was für einem Kabel? Klar, SCART? Nee. Geht SCART an die TV-Karte? Ja doch, eigentlich schon. Aber das ging bei mir ja nicht. Also zumindest bei der Wii ging das ja nicht, deswegen habe ich das noch nie mit der PS2 ausprobiert. Ich sollte das vielleicht mal ausprobieren, denn ich habe noch so ein paar Spiele für die PlayStation 2, die ich gerne nochmal spielen würde. Ja, so dumm es klingt. Ich habe zum Beispiel Gladius, das ist so ein... Das ist eigentlich so ein Brettspiel. Ich kann mich da auch nicht mehr so ganz genau dran erinnern, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob einer von euch Gladius für die PlayStation 2 kennt, aber... das habe ich früher schon ganz gerne gespielt. Ich habe es, glaube ich, nie durchgespielt, weil das irgendwann langweilig wird. Das ist halt einfach... Ja, du machst halt so Gladiatorenkämpfe, aber das ist halt wie so ein Schachbrett aufgebaut und... So ein bisschen Strategie halt. Das war schon ganz cool. Und Pro Evolution Soccer für die PlayStation 2, 2010 oder so, habe ich hier. Episches Spiel. Pro Evolution Soccer für die PlayStation 2 fand ich immer so geil. Klar, für die PlayStation 3 ist es auch gut und so, und FIFA mag ich nicht, aber für diese PlayStation 2 Teile, die haben so einen eigenen Flair, die sind einfach so cool. Habe ich so gerne gespielt und die würde ich einfach mal wieder gerne spielen. Allgemein, die steht halt jetzt hier rum, ne? Also würde ich sie auch gerne benutzen. Ich weiß aber nicht genau wie. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt, oder... Ja, ich glaube, wir müssten jetzt einfach in die Schneefeld fahren können. Schneefeld. Schneewelt fahren können. Boah, fuck, Alter. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Kann ich jetzt in die Schneewelt? Oder muss ich nochmal gegen den, gegen diesen scheiß blauen Elefanten fahren? Dann dachte ich mir, ach nee, der blaue Elefant will bestimmt erst was von mir, wenn ich in der Schneewelt die erste, die ersten Strecken geschafft habe. Und zack, steht er mir vor der Nase. Ich wusste doch, dass das passiert. Ich habe doch keine Lust darauf. Das ist doch so, das ist wirklich langweilig. Ich weiß nicht ganz genau, was sie sich dabei gedacht haben, aber... Ja, wahrscheinlich wollten sie einfach, dass die ganzen Fahrzeuge auch mal angetestet werden. Wobei auf der anderen Seite, das Flugzeug wurde einfach benutzt, das wurde hier nicht getestet. Das heißt, das musste man... Ja, wobei man braucht das Flugzeug für den Ballon, aber vielleicht... Na, ich weiß nicht. Ja, im Grunde genommen, keine Ahnung. Ich weiß nicht so genau, was es soll. Klar, man soll vielleicht in die Skills der Fahrzeuge reingebracht werden und den Hoverkraft haben wir halt noch nie benutzt. Deswegen macht es so ein kleines Tutorial vorher vielleicht Sinn, aber das hätten sie ja mit dem Flugzeug ja auch vorher machen müssen. Und mit dem Auto ja auch vorher, ne, wenn das so ein Tutorial sein sollte. Von daher... Eigentlich unnötig. Final Lab. Und ich finde es einfach ein bisschen langweilig, ja. Das ist vielleicht... Weil der ist halt auch voll langsam, ne? Guck mal, wo der ist. Und ich bin echt nicht perfekt gefahren. Und hier kann man aber ja auch nicht viel machen auf der Strecke. Das ist einfach nur stures Rumfahren. Woohoo. Keine Ahnung. Wenn ihr dem irgendwas abgewinnen könnt, könnt ihr mir das gerne mal mitteilen. Aber ich weiß nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Wir fahren trotzdem noch die erste Strecke in der Eiswelt. Das machen wir. Das habe ich jetzt einfach. Will ich auch einfach. Woo! Batsch! Oh, hello, friend. Well, take this as a reward. I'll see you later. Ja, meine Belohnung ist ein Luftballon, an den ich nicht rankomme. Es ist echt nervig. Da muss er erst warten, bis er auf den Boden ankommt. Komm auf den Boden, ey. Hallo. So, jetzt brauche ich hier ein Flugzeug. Danke. Zack, zack, zack. Mach hin. Hello, friend. Hello, friend. Ich bin nicht dein Freund. Wer? Ach, Mann. Prinzipiell finde ich ihn ja schon ein bisschen cool. Ich meine, er ist ein blauer Elefant, der zaubern kann, aber... Ich weiß nicht. So ein bisschen doof. Also, so ein bisschen nervig finde ich ihn ja schon. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht werde ich ihm auch einfach ungerecht. Er hat halt auch nicht den besten Job hier im Spiel, wa? Er ist auch einfach so ein bisschen so der... Ich weiß auch nicht. So ein bisschen der Fahrkartenkontrolleur.
Ein wunderbarer Vergleich. So, Everfrost Peak. Fahren wir noch im Spiegelmodus. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. Und dann ist der Part auch beendet. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt aber gerne noch zu Ende gucken, wie ich mich hier anstelle. Ah, sehr schöner Start von Tipsy. So will ich das sehen. Momentan ist ja Frauenfußball-EM. Ich hoffe, ihr guckt alle fleißig. Beziehungsweise, wenn dieser Part rauskommt, sind wir eventuell schon ausgeschieden. Ja, super, ne? Ach, scheiße, ey. Weil dieser Part kommt wahrscheinlich nach dem Wochenende. Ja, mit ja, hundertprozentig. Und ja, am Sonntag, also ne, jetzt hier Sonntag in meiner Zeitrechnung. Ihr müsst immer daran denken, ich komme aus der Vergangenheit und erzähle euch die Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, erzähle die Zukunft, die für euch aber Vergangenheit ist. Ich bin quasi doppelte Vergangenheit. Es ist, boah, diese Welt ist so unfassbar, unfassbar. Da muss man sich auch, einfach mal Gedanken über sowas machen, ne? Klar, auf dem ersten Blick scheint das vielleicht unsinnig zu sein. Und ihr denkt euch, ja, Korne, doppelte Vergangenheit, was redest du für einen Schwachsinn? Aber denkt mal drüber nach. Da kann man, so entstehen doch Geschichten. Meine Güte, ein bisschen Fantasie und einfach mal auch über nicht so vernünftige Dinge oder unlogische Dinge nachdenken. Und versuchen denen, halt, habe ich einen Vorsprung, und versuchen denen einen Sinn zu geben. Das macht schon irgendwie Sinn dann. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Wo bin ich denn stehen geblieben? Frauenfußball-EM, genau. Mega geil. Ich gucke echt voll gerne Frauenfußball. Ich kann mir nicht helfen. Ich gucke halt auch einfach gerne Fußball. Ja, und mir ist es tatsächlich nicht ganz so wichtig, ob die da jetzt die perfekten Pässe spielen oder nicht. Und es gibt ja immer so ein paar, ne, männliche Langschwänzler, die dann sagen, so ein Rumgekicke kann ich mir nicht angucken. Ja, genau. Es ist voll schrecklich. Hat ja auch nichts mit Taktik und so zu tun, dieses Spiel. Und da ist was ganz anderes. Es ist so Schwachsinn. Ach, da könnte ich mich drüber aufregen. Auf jeden Fall ist Frauenfußball EM, Entschuldigung. Und am Sonntag war das Viertelfinale. Also wird es sein. Das ist immer so strange, wenn ich über die Zukunft der Vergangenheit rede. Auf jeden Fall war gewesen sein das Viertelfinale gegen Italien. Und ich hoffe, dass wir weiterkommen. Und wenn ja und wir im Halbfinale stehen, Leute, dann hier anfeuern. Meine Fresse. Und im Finale auch. Unsere Frauen sollen Europameister werden. Ich spreche mich hier dafür aus. Und ich wette 5 Euro auf meinen nackten Lass. Ach, komm. Wenn du einmal cool sein willst und es dann verkackst, dann ist es so peinlich. Deswegen sag ich jetzt einfach mal Tschüss. Ich wollte sagen, ich wette 5 Euro auf meinen nackten Lachs. Hat aber nicht ganz funktioniert. Tschüss.